Und Michael? Ja, hi. Wie lange bist du schon hier? Eine Woche, genau eine Woche. Hm, ja. Schon was gespielt? Oder? Ein Turnier gespielt. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich fast nur Cash Game zu spielen. Ein Turnier konnte ich nicht lassen, das war das 7-Card Start, das 1500er. Das habe ich vor 4 Jahren gewonnen und dann ist die Versuchung zu groß, es nochmal zu versuchen. Ja, und ansonsten spiele ich halt diese Big O-Partie, 5-Card Omaha, High-Low, Pot Limit. Viel Action, spiele ein bisschen 10-25 Pot Limit Omaha. Auch eine Menge Action, wechselt dort ein bisschen, das Niveau ist deutlich höher als im letzten Jahr. Letztes Jahr war das ein Selbstbedienungsladen, kann man jetzt nicht mehr von ausgehen. Aber ansonsten, ja, geht mir's gut. Ich habe 4 Runden Golf gespielt, ist auch was wert. Was ist das nächste, was du spielst? Weiß ich noch nicht. Vielleicht erst das Omaha, vielleicht spiele ich das Horse. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich mich fühle. Ich habe gesagt, ich mache das von meinem Lauf abhängig. Und mein Turnierlauf ist eine absolute Katastrophe. Und wenn ich aber merke, es ändert sich irgendwie was, dann versuche ich. Und im Cash Game? Cash Game, okay, es geht so. Ja. Ich bin auch leicht hinten, aber ich habe das in Demut akzeptiert immer. Okay, ich danke dir. Bitte. Und jetzt gehst du zum Cash Game. Jetzt gehe ich zum Cash Game. Es ist 3:30. Ja. Okay. Die richtige Zeit. Das ist eine gute Zeit. Ja. Okay, ich danke dir. Danke auch. Oh.